Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und auf dieses Let's Play freue ich mich schon sehr lange. Der Titel verrat das schon. Hallo Luke, viel Spaß beim Witcher spielen. Darauf freue ich mich nicht, dass Luke jetzt Witcher spielt. Sondern dass es endlich losgeht mit meinem eins meiner persönlichen Lieblingsspiele, Saints Row the Third. Wir fangen eine neue Kampagne an. Ja, ich hab's angesprochen, wie das Spiel eigentlich gespielt wird. Einfach, normal, Hardcore, normal. Ja, und dazu muss ich sagen, das Spiel wurde gemacht von Volition Inc., gepublished von TQ und Deep Silver, und erschienen ist es ein Tag in Amerika nach meinem Geburtstag, nämlich 15. November 2011. Der Deutschland-Release war 18.11. Und ich würde sagen, ich lege ohne Geschwafel jetzt los. Ich erzähle euch immer mehr zu Saints Row the Third. Ich erzähle euch im Spiel immer mehr dazu und warum das Teil einfach mein Lieblings-Let's Play ist. Eins meiner Lieblingsspiele ist neben der Assassin's Creed Serie, weil es einfach ein Spiel mit Blödelei ist. Hier hat man zum Beispiel im Hintergrund jetzt einen Desktop verschiedener Screens von Stillwater. Einer geilen Stadt. Seit ungewöhnlichen Zeiten. Sag was. Und genauso war es auch mit der Third Street Saints. Seit der oberen Stillwaters hat sich die kleine Straßenbande zu einem großen Medien entwickelt. Die Saints-Filme ist derzeit in Planung. Johnny Gat und Shawnee sind Ikone der Popwelt. Und Pierce? Scheiß auf Pierce! Inzwischen bewegen sich die Saints immer auf einer großen Bühne und jede kriminelle Organisation will ihre Krone. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass sich eine von den Saints vornehmen würde. Dem, 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 dem. Nettes Token-Kamera. Super excellent! In Kalifornien verboten. Japanese commercials. Easiest money you'll ever make. Grand Larson is right up there. You ready for this? No worries. I do my own stunts. Hey, you're just a ride-along, man. So don't get all Hong Kong style in there. I am a method actor. If I'm gonna play a saint with any degree of emotional truth,
I gotta make it real. Trust me, Burke. It'll be real. You're robbing a bank dressed like yourselves. Hell yeah. Who doesn't want to be Johnny Depp? Ultra postmodernism. I love it. I'm cool with the Saints movie, but do we really gotta drag this asshole actor around? Cut Josh some slack. He's just researching his part. Yeah, I hope he signed a waiver. All right, people. Nobody moves! Nobody dies! Burke! Sorry, jumps his line. Can we go again? You all know the drill. Can I get a picture with the boss? Say sleaze. Get in line, bitch! Hey, don't be a dick. Did you call yourself gangbangers? You're a bunch of pussies. We should be all up in what? This shit like... Fuck! Oh, that's different. You got a plan or we just shooting all these motherfuckers? That is my plan. Works for me. Okay, Leute, es geht los. Huppidu, huppidu, hu. Und ja, Banküberfall, das Böse ist über und überall. Um ein altes Lied der EDV zu ehren. Das Lied ist sau alt. Das Spiel ist es nicht, aber Banküberfall, das Böse ist immer und überall. Passt perfekt, das Zitat. Hallo? Leute, ich habe jetzt gerade ein kleines schriftliches Problem, glaube ich. Okay, Leute. Das technische Problem hat sich jetzt erledigt. Und jetzt gehe ich zum Spaß rüber. Ja. Aber was ist das für eine Bank, die hier... Ich mach meine eigenen Stunts aus selber. Alright, people. Let's find that ball. Und wie ihr wisst, ich bin ein Freund der Schrotflinte. Ich glaube, die Tür ist zum Ziehen. Oh, Jesus. Get up, Burke. Let's keep moving. I can't believe you launched that guy into a statue. I can't believe you're still thinking about it. Do you want to know who these people are? Listen, all that matters is the vault. Let's find that and get the hell out of here. Is this what it's normally like? Aber in dem Fall. Yeah, normally banks don't look like a palace either. You see those statues before you blew them up? Ja, das frage ich mich auch gerade. Keine Bank sichert zu ihre. Runter, Burke! Wie er sich Eis. Hasser werden hassen.
Irgendwo konnte man noch laufen oder sowas. Nett schauen die. Komm mit mir. Okay, breathe. No way we're cracking this thing. Ready for plan B? Yep. Josh, get over here. Got the tools right here, Holmes. So, what's plan B? Huh? Drill it? Fuck no. We blow it. What? Johnny Gat, wie wir es lieben. Not cool, man. Würde ihn lieben. Time to get to work. Zeit an die Arbeit zu gehen. We'll need to set those above the vault. Hey, I think we've got company. Sag bloß. Looks like they're coming in from the lobby. Shandy. What? Oh my god, you're the saints! You have to sign this for me! Zeit für Autogramme muss immer sein. Anything for a fan. Hey, Josh Burke. Don't be starstruck. Very approachable. Want me to sign your breasts? Ich würde ihm hauen. Er ist noch ein größerer Angeber als ich. Und ich bin der Boss der Saints. No. That's all right. Yeah, you know. By Nightblade on the... Tja, keine Zeitvergleichswerbung. Arschloch. Are you trying to get us all jail time? What? I don't want to be some dude's bitch. Das bist du aber schon. Do I have to go after him? Forget about it, he'll be fine. Oh, wenigstens zwei Mitglieder, die im... How long until the chopper gets here? Die bei uns im zweiten Teil schon da waren. Like two waves of SWAT guys? Noch zwei Wellen von SWAT guys. Okay, dann beeilt euch, SWAT guys. Here they come. Flashbang. Lad doch endlich nach. Ich kenn's ruf. Und jetzt. Das glaubte er sogar. Also uns stoppen bringt gar nichts, amigo. Chopper should be here soon. Just gotta hold out a little longer. They busted out the riot shields. Warum unbedingt meine Waffe? Was da jetzt bei uns auf Problem zukommt, sollte ich nicht haben. Brauche ich lieber eine volle Waffe. Steh auf, verdammt!
Aber das ist schon allein schon die Grafik, warum ich das so liebe. Es ist tatsächlich eher so ein Comic. So eher so eine Comic. Kein. Was? Sehr sauer anscheinend, dass wir ihre Banken ausrauben. Oder so. Aber ich mit der Schrotflinte erreiche ich ja nichts. Und anscheinend mit der Uzi auch nichts. Also her mit der. Ich bin zwar nicht der beste MP-Fan, aber nicht der beste MP-Pistolenfreund, aber was sein muss, muss sein. Ich bin eher der Freund, der gerne vorne hingeht. Mir hat wieder mal so ein Game gefehlt, das hatte ich in Assassin's Creed. Na Gott sei Dank. Jetzt kommt unserer! Johnny Gat räumt auf. Und jetzt kommen so Szenen, warum man Saints so liebt. Ich glaube, in keinem anderen Spiel macht man sowas Geiles. In keinem anderen Spiel, was mir jetzt spontan einfällt, vielleicht fällt euch eins ein. Kann man so eine geile Scheiße machen, ehrlich gesagt. Weil dieses, das ist richtig geile Scheiße. Yes, try. Yes, try. Den kennt selbst ich nicht. Ach, bestimmt ein Anwalt von ihnen. Wow, das kann nicht laut sein. Vielleicht ist Troy unser Fahrer. Fahrer trifft unser Pilot. Ich wollte gerade sagen. Da kommt noch eine Sonne. Gib mir ein Auto. Wow, das ist ein Schaf. Das ist ein Scharfschütze. Das geht doch, hast du ja gerade gesehen. Sei nicht so negativ. Kommen die schon wieder her? Die Waffe ist zwar saustark, aber sie braucht halt ewig. Und da ist schon wieder so ein scheiß Hubschrauber. Ich bin der Chef der Saints. Ich bestimme, wann unser Auftritt vorbei ist, mein Freund.
Wir schweben über einen... Eins euch muss klar sein, wir schweben über einen... mit einem Tresor über der Stadt. Wie gesagt, sowas Geiles fällt mir in keinem Spiel bis jetzt ein, was ich jeweils gespielt habe. Und deshalb liebe ich Saints Row so geil, weil es tatsächlich ein Spiel ist, wo alles passiert. Wo Scheiße, wo das Spiel nimmt sich selber nicht mal ernst. Das ist eigentlich, das Geist ist eigentlich. Und darum ist es meiner Meinung nach eins der geilsten Spiele überhaupt. Oh. Ein bisschen mit dem Ton bin ich zwar verrutscht, aber das ist in der Aufnahme hoffentlich nicht so krass wie bei mir jetzt gerade. Du wirst ihn nicht abfeuern, vergiss es. Der eine wollte eine Rakete, der eine kommt mit dem Raketenwerfer da angekrochen. Die kommen da mit dem Raketenwerfer, sind die des Wahnsinns? Ihr wollt eine Explosion, ihr kommt mit dem Raketenwerfer, nicht ich. Ich chill hier nur am Tresor. Was ist das für eine Föhre? Vergiss es doch einfach mal. Was? Den nehme ich noch mit. Scheiße! Wenn gute Überfälle schief gelaufen sind. Also Leute, das war da. Erst einmal hier das System noch erklären. Das Respektsystem ist sozusagen der Levelaufstieg. Und wie jetzt die Geschichte weitergeht. Also heute kommt die erste Folge, wird ein bisschen länger kommen. Die zweite widme ich jetzt auch eher der Charaktererstellung, die jetzt als nächstes kommt. Obwohl ich alles schon vorausgezeigt habe, na gut, es wird ein bisschen schneller gehen, weil ich ja euch alles vorausgezeigt habe und so. Wird es ein bisschen schneller gehen, dann werden wir uns im nächsten Part auch noch auf was stürzen. Und ich würde sagen, das war der erste Part von Saints Row The Third. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr konntet euch einen kleinen Einblick machen, wie geil mein Lieblingsspiel ist. Und ich sage euch, das war nur der Anfang. Es wird noch sau viel geiler. Mein Name ist Tiger DJ. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich sage, Wiederschauen, reingehauen und Servus. Und wie gesagt, die Charakteranpassung machen wir im nächsten Part. Wiederschauen, reingehauen und Servus.